Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Reis ernährt die halbe Menschheit. Vor allem in Asien ist Reis die Lebensgrundlage für die meisten Menschen. Aber auch in der Schweiz wird jedes Jahr pro Kopf immerhin 5 Kilo Reis gegessen. Mehr als im übrigen Europa. Mehr als 90% der Weltproduktion des Reis wird in Asien angebaut. Meistens von Familien, die es nötig zum Leben und zum Bauern haben. Ein klarer Fall für Max Havelaar, wo der Reisbauern und Bäuerinnen für ihre Lieferungen einen Aufschlag auf den lokalen Marktpreis garantiert und zusätzliche Prämie von 10% an die Bauernorganisation für Ausbildung, Erziehung oder Gesundheitswesen zahlt. GOP unterstützt das Projekt von Max Havelaar seit einigen Jahren und offeriert ihnen nach dem Kaffee, dem Schoggi, dem Honig, Orangensaft, Tee und Blumen jetzt eine weitere Neuheit. Ein Langkornreis aus Thailand, der nach den Kriterien vom fairen Handel zertifiziert worden ist. Kein Trockenreis, aber Bananen von Max Havelaar gibt es morgen bei Teleskop. Und wir schauen wie immer, was unsere Kolleginnen von Betty Bossi vorbereitet haben. So, wir machen heute süße Frühlingsrollen mit Bananen und wir machen sie als Dessert. Ich tue jetzt meine Bananen einfach schnell so Streifen schneiden und dann machen wir da Würfel draus. Und jetzt kommt noch der Honig dazu zum Süßen. Nicht zu viel rein, dann schön die Seite reinklappen. Die Füllung kann man jetzt sicher variieren und irgendwie absolut, absolut. Auf jeden Fall, das wäre eine super schöne Frühlingsrolle. Das ganze Rezept sehen Sie, wie gesagt, morgen am Mittag um 12:30 auf dem Sender und wie gewohnt in der neuen GOP-Zeitung. Bei mir begrüße ich jetzt den Armin Amrain vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Herzlich willkommen. Salut Susanne, grüezi miteinander. Wie wir vorher gesehen haben, gibt es bei GOP einen neuen Reis von Max Havelaar. Wie der Name sagt, eignet sich besonders für thailändische und exotische Gerichte. Das ist richtig. Langkornreis eignet sich besonders für Trockenreis. Im Gegensatz zum Rundkorn wie Arborio, Vialone oder Carnaroli für Risotto-Gerichte. Wie ist denn eigentlich die Zubereitung des Thai-Reis? Das ist ganz einfach. 2 Teile Wasser und ein bisschen Salz aufkochen. Ein Teil Reis dazugeben und bei kleiner Hitze zudeckt ca. 17 Minuten köcheln, bis die ganze Flüssigkeit aufgezogen hat, dann mit einer Gabel lockern. Zum Anrichten eine Tasse oder eine Form ausspülen, den Reis gut andrücken, stürzen und zum Beispiel mit Poulet an einer Currysoße servieren. Pro Person rechnet man ja ungefähr eine halbe Tasse Reis. Was mache ich, wenn ich trotzdem zu viel gekocht habe? Dann machen wir einen lustigen Salat mit ein bisschen Früchten und Crevetten an einer feinen Soße. Danke, Armin. Da kann ja bei meiner nächsten Einladung nicht mehr schieflaufen. So arbeitsintensiv und aufwendig wie der Anbau ist auch das Verarbeiten des Reis. Nach Europa und in die Schweiz kommt er als Halbrohrreis, also schon geschält, in die Reismühlen. Dort wird er geputzt, sortiert und geschliffen, auf Flecken kontrolliert, poliert und wieder geputzt. In grossen Silo wird der Reis eine Zeit lang gelagert, bevor er abpackt und in die Läden transportiert wird. Diese Woche ist der Thai-Reis nicht bei den Aktionen. Aber sonst hat es einiges, was Sie bestimmt gut brauchen können. Gell, Tamara? Das stimmt. Unter anderem haben wir wieder tolle Halbpreisangebote, wie zum Beispiel Capris de Dieu für 3,70 Franken. Ein ganzes Poulet für 5,90 Franken. Und Betty Bossi Family Pizza gibt es für 6,95 Franken. Alles gute Gelegenheiten, die ihr nicht verpassen solltet. Danke, Tamara. Bitte schön. Wie frisches Gemüse früh am Morgen geerntet und in der kürzesten Zeit in der Konservfabrik verarbeitet und haltbar abgefüllt wird, sehen Sie bei uns in einer Woche. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!